Willkommen zurück bei der Evil Within. Wir sind genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ich weiß jetzt ehrlich nicht, ob das eine gute Idee ist, da reingehen. Wahrscheinlich nicht. Aber Lucky ist ja sachengeil, deswegen muss ich überall nachschauen, ob es da was gibt. So wie da vorne zum Beispiel. Bück dich, jawohl. Was war das? Streichhölzer zweimal. Und was finden wir da? Einmal Spritze, die kann man uns dabei noch sparen. Drei Munition ist sehr gut. Okay, das ist wieder für die Bolzen. Na, da ist wieder so eine. Ah, die lassen wir jetzt einmal. Wo ist denn der? Ich höre den dauernd, aber ich finde ihn einfach nicht. Da haben wir wieder eine Bärenfalle, die werden wir nur doch ganz schön einschaufen. Okay. Da drüben habe ich schon im Augenwinkel wieder Fallen gesehen. Ich glaube, die war da dahinter, oder? Da hinten. Du bist nur am Schleichen da. Und einmal Streichhölzer, sind wir aber voll. Zünden wir das mal an da. Bringt eigentlich nichts. Wo ist der Typ? Da unten rein ist er. Okay, die Schweine sind uns wohlgesonnen. Was ist mit du? Ist das da der Fetti mit der Motorsäge? Haben sie den jetzt da eingesperrt? Ja, das hat die ehrlich gesagt auch getan. Aber jetzt. Scheiße, ich brauch Deckung. Schießt du auf mich oder? Alter, was ist mit dir? Warum schießt der auf mich? Meint der, dass wir Zombies, ein Zombie sein? Boah. Armbrust, wir haben die Armbrust. Haha, neuer Gegenstand erhalten. Qualenarmbrust, so heißt sie. Diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Steuerung, L2 ist zielen, R1, R2 ist schießen, das ist normal. Zum Durchspannen gedrückt halten, nachladen, Munition wechseln, ist Viereck. Eigenschaften, Explosivbolzen. Ein explosiver Sprengstoff für die Qualenarmbrust, der in die Luft geht, sobald sich Gegner nähern. Er kann am Boden, an Wänden und sogar auf Gegnern platziert werden. Finde ich geil.
Okay, wo ist der? Da ist die Armbrust. R1, um ausgewählten Bolzen herzustellen. Aha, okay. Sehr. Auf jeden Fall will man den da anlegen. Und wir haben Explosivbolzen 2. Nein, jetzt haben wir das wieder. Ah, die Steuerung ist noch sehr gewöhnungsbedürftig. Jetzt haben wir wieder D. Also, wir haben D da gehabt. Alter! Ah, und da schalte ich die Bolzen durch. Passt. Okay, auf jeden Fall holen wir uns den Glibber da. Nochmal Glibber. Okay, der ist mal sehr geil. Ist wieder Gegner in der Nähe. Was findet man denn da Schönes? Eine Schrotflinte. Oh, jetzt geht's dahin. Diese Repetierschrotflinte verfügt über einen kurzen Lauf mit weiter Öffnung, sodass die Schrotkugeln über eine große Distanz breit gestreut werden. Okay. R. Maximal Magazin, dann tun wir uns den da her, weil der ja leer ist. Aha, da schaltet der also Ding durch. Passt, das habe ich kapiert. Explosivbolzen, Brandbolzen haben wir nichts, Giftbolzen. Okay, ist gecheckt, Dankeschön. Und einmal Spritze. Da hinten haben wir eine Munition. Puh. Das war nur eine Flasche, das ist mir egal. Lieber, ist eh klar, dass die Tür wieder zugeht. Das passt. Alter! Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst probieren. Bitte, die Zeit drängt. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustößt. Okay, der Leslie hat anscheinend eine kleine Hauptrollen. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes. Wo denn? Oh! Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken nehmen zu einem. Du schlagst keinen Maurer mit dem Pickel, das sage ich dir da. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. So. Ups. Stopp halt jetzt, la. Und kriegst den ohne. So. Die heben nicht viel aus. Das ist ja ein Wahnsinn. Aber jetzt haben wir ihn. Oh. Irre, irre. Und wir kommen da nicht rein? Anscheinend nicht, okay.
Damit der Kleber krieg. Puh. Und wir sind da wieder in dem Treppenhaus. Und wir finden für die Schrotti. Sehr gut, das gefällt. Die haben wir ausgerüstet da. Das passt. Und da war der. Da haben wir sie gefunden, die Schrotte. Puh, so, was sollen wir jetzt da mit dem Totori machen? Sehr gut. Der, was jetzt da weg ist. Wir können da nirgends. Ja, das kann ich mal schauen. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Okay, das haben wir rausgekommen. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er Oh, ich bin voll konzentriert gerade. Das ist ein Wahnsinn. Harpunenbolzen. Eine mächtige Harpune für die Qualenarmbrust, um Gegner aufzusprießen. Okay, also für die Armbrust gibt es echt total viel. Und unser Hauptziel, meine ich, ist ja, dass wir da zu dem Tor zurückkommen, oder? Da geht's aber nirgends. Hm. Da steht wieder so einer. Ich glaube, das war der Harpunenbolzen. Den werden wir jetzt mal ganz fein wegtun da. Und voll vorbei. Na, sehr gut. Das beeindruckt den überhaupt nicht. Mal schauen, wie dir das gefällt. Jetzt ist er weg. Bist du da noch oben? Ja, er ist noch oben. Ja, liebe Freunde, es wird gemerkt haben, ich habe wieder einen kleinen Schnitt gemacht. Und zwar aus folgenden Grund. Wir haben ja sozusagen bei der letzten Folge, also vor dem Schnitt, haben wir ja da unten aufgehört. Und da habe ich jetzt ein paar Tage Aufnahme habe ich gehabt. Das Wochenende war ja ziemlich flüssig. Samstag chattenderweise mit dem Doku verbracht. Dukus Ballerbude heißt, sein Kanal, kein Vorbeischauen, ist bei meinen Videos drin verlinkt. Und wir haben ungefähr 7 Stunden haben wir chattet miteinander und haben natürlich dazu nur Wasser getrunken. Ist ja selbstverständlich. Ja, und dementsprechend ist man am Sonntag gegangen und heute arbeiten, also am Montag, den 27.10. Und jetzt nehme ich noch schnell die den zweiten Teil von der Folge auf. Ich muss immer 2 Folgen machen, die dann aneinander setzen. Habe ein bisschen gespickt, muss ich nicht zugeben, sondern das ist eher ein Versehen gewesen. Beim Meister in Gronk habe ich ein bisschen gespickt, aber ich spicke immer nur so weit, wie ich tatsächlich im Spiel bin. Also ich möchte das nachholen, ich möchte nichts versammeln. Und da ist ein anderer Weg gegangen. Und ich wollte sowieso noch in den Häusertrakt da, ich sage jetzt mal, wenn man da schaut, das Noten ist, im östlichen Teil gehen. Denn da unten ist was für uns. Gar nicht unwichtig. Ja, ich habe die Schrottflinte schon ausgerüstet. Alter.
trifft einfach nicht. Und natürlich weiß ich ja, weil ich es gesehen habe, dass da ein zweiter ist. Geh mal her zu mir. Geh her, jetzt geh her da. Sonst komm ich zu dir. Auch das habe ich gesehen, dass der Waffen hat. Und die sind mir gleich sowas von weg. Zack. Den Kollegen auch da. Dann werde ich sagen, ich habe jetzt über 10.000 Gleber. Da, wo der eine in Ketten gelegen ist, da hinten. Da bin ich ja letztes Mal nicht umgegangen. Okay, da gibt es jetzt aber nichts mehr. Da macht eine Kiste noch. Bin ich aber zurückgegangen. Und da war Gleber 300. Und dann, wo auch der in Ketten war, in der Scheune drüber, wo die Bombe war, da war rechts eine Leiter. Die habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gespickt, da bin ich jetzt selber drauf gekommen. Und da geht man über zwei Stockwerke rauf. Dann findet man oben Werkzeug für Bolzen zweimal. Und man höre und staune, 1000 Gleber liegen da oben. Ui, ui! Ui, Alter! Ich mag die Bomben nicht. Ich mag sie einfach nicht. Leben war voll. Na! Ich hab's nicht drauf. Ich hab's einfach nicht drauf. Es ist unglaublich. Jetzt haben wir wieder zwei gekriegt. Sehr fein. Flasche haben wir. Das Nosa-Bomben. Ich hasse die Dinger. Ich probiere es jetzt aber sicher nicht nochmal. Und lieber, sehr schön. 500 wieder, 11.100. Da wird sich jetzt wohl irgendwas upgraden lassen, was wichtig ist. Und wir hören eine schöne Musik. Und in Meister ist aufgefallen, was mir noch nicht aufgefallen ist. Jedes Mal, wenn wir speichern können, ist eine rote Tür. Servus Clementine. Wir kommen gleich zu dir hinein. Ja, Sebastian, du bist ja ein Checker vom Feinsten. Und dann habe ich auch noch mitgekriegt, jetzt kann man den Spiegel nicht benutzen. Es gibt immer ein Tagebüchchen. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Dezember 2004, mein erster Tag als Detektiv. Meine neue Partnerin Myra Hansen ist ein echter Kracher, zäh und geradlinig, genau mein Typ Frau, aber ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Sebastian, Sebastian. Du notgeiler Buck, du. Und wir sind wieder im Clementinentrakt. Und ich bin echt gespannt, was wir jetzt alles machen können. Es ist ja, wie mir vorkommt, alles relativ teuer. Vom Kleber her. Fühlen Sie sich besser? Ja, freilich. Ja, Clemi, wir kommen nachher gleich. Das haben wir auch noch. Vermisst. KCPD-Officer Oscar Connelly. Auf Patrouille verschwunden. Sein Wagen wurde am Stadtrand verlassen gefunden. Der Connelly war der, was das Auto gefahren hat, oder? In Gang am Wagen. Glaube ich mal. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber den haben wir ja gleich als erstes umbringen müssen. Dann noch gesehen ist, dass da natürlich auch Spiegel ist, wo man wieder rauskommt. Also braucht man nicht so weit zurücklaufen. Und jetzt bin ich gespannt auf die Verbesserungen. Qualenbolzen kann man auch upgraden. Eine Sprengladung, die hohen Schaden bewirkt. Aha, da kann man anscheinend die Schadenintensität kann man da steigern.
Na, 150, das ist eineinhalbfache. Aber man kann nur die upgraden. Dann Reserve, dass man mehr Munition mitnehmen kann. Multiplikator von. Vom Revolver, okay. Schau, jetzt können wir da sogar von der Schrotflinten können wir da erhöhen und das. Ja, mir war trotzdem die Fitness bald noch am liebsten. Obwohl es relativ teuer ist. Sprintdauer, Nahkampfschaden war auch wichtig. Und Spritzenwirkung. Jetzt passen wir auch. 2000, 5000, 7000, 12. 12 haben wir nicht. Wir machen auf jeden Fall mal. Schauen wir, wie viel das zweite Leben dann kostet. Ja. Und da reißt es her. 5 kostet es. Wir machen 1, 2, 3 machen wir. Und Nummer 2, Nahkampfschaden. Ja, da wollen sie jetzt natürlich reizen. Mit plus 30%. 240% in Stufe 5. Ich hoffe, dass wir relativ viel Munition für die finden. Na, was tue ich denn? Für die Schrotti. 3500. Plus 10 kritischer Schaden. Da war nur die Genauigkeit. Beim Revolver, glaube ich, war recht angenehm. Kostet 500, ja, das ist für 500. 1500. Ja. Und 2000 für die Magazinkapazität. Das heißt natürlich auch, dass wir mehr sammeln können. Glaube ich, haben wir unseren Glibber nicht schlecht ausgenutzt. Volles Leben haben wir auch wieder, sehr geil. Nachladen, 8, sehr gut, haben wir Reserve wieder, also insgesamt sozusagen ja, eine Kugel mehr. Was ich noch sagen wollte, ich spoilere mich überhaupt nicht mit anderen Let's Plays von dem Spiel, was ich gerade selber mache. Das ist absolut uninteressant, weil ich will eigentlich das wirklich als blind präsentieren und vorstellen können. Jetzt habe ich gerade geschaut, was ich mache. Da klemmt wieder her. Ist der Vater? Ah, Doc. Was ist? Na, schau schon ein bisschen geistesabwesend. Da darf ich dann meine Waffen zeigen. Da, speichern jetzt. Ja, den überschreiben wir jetzt. Und es speichert. Annehmen habe ich gedruckt. Wir haben gespeichert. Spielzeit 2 Stunden 3. Okay. Ist auch nicht schlecht. In Kapitel 3 sind wir. So, das war jetzt das leicht gespoilerte LP von The Evil Within. Weil er immer einen anderen Weg gegangen ist als wie. Und jetzt freue ich mich schon wieder aufs Weiterspielen. Damit die auch bei ihm weiterschauen kann. Und der Song, dass jetzt die Folge herricht, das ist sie. Na, heute wird es sich nicht mehr ausgehen, glaube ich, mit dem Upload und Veröffentlichen. Aber vielleicht am 28. in der Früh. So, egal welche Tageszeit es jetzt gerade schaut, ich wünsche euch ein sehr gutes Gelingen, was danach folgt. Bis zur nächsten Folge.